And wow. Fuck, they got Gensel. Why would you do that to a child? And he knew how I looked up to him. The industry, man, it's not the same. Doesn't have to do with talent. It's about playing the game. Killuminati, motherfuckers. So I do what the fuck I want, cause nobody can finish me. Woo! Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Jetzt gehen wir ins Video rein. Hat sich DMX mit den falschen Leuten angelegt? Fragezeichen. DMX-Dokumentation. Let's go. Leute, hoffe alles okay bei euch. Heute gehen wir auf die Geschichte vom Rapper DMX ein und ein paar interessante Aussagen, die er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Er hat mal von einer Begegnung mit dem Teufel erzählt. Auch gehen wir auf einige Gerüchte ein, warum er so oft verhaftet wurde. Er soll in seinen Texten Passagen haben, die bestimmte Gruppen angegriffen haben. Auch hat er ein paar Sachen in Interviews und Auftritten gesagt, die einigen Leuten nicht gefallen haben. Manche behaupten, dass ein paar CEOs in der Musikindustrie was gegen ihn hatten und er deshalb so viele Probleme hatte. Noch dazu hat DMX mal gesagt, dass er glaubt, dass Leute hinter ihm her sind und dass man ihm bewusst Probleme bereitet. Heute gehen wir näher auf diese Geschichte ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. The industry, what's going down with the industry, dog? The industry is full of a bunch of dicks, dick riding, bending over the desk ass, Nick, straight up like that. Whoever don't like it, bring it. Bring it, I don't give a f***. Bring it. The industry. Man, it's not the same. Der Bruder hat mir die Tupac-Vibes gegeben. Der hat mir die Tupac-Vibes gegeben. Und ich war auch echt... Das hat mich schon mitgenommen, als der gestorben ist, so, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der ein guter war, eine gute Seele war, viel Scheiße auch gesehen hat, seine Demons natürlich auch hatte, so, aber versucht hat, was Gutes zu bewegen, auch mit diesen Predigten, die er immer gehalten hat auf Konzerten, nach seinen Konzerten und so. Ja, Digga, ist traurig, dass diese Menschen, die wirklich was bewegen auch oder was bewegen wollen, irgendwie verschwinden oft. Doesn't have to do with talent, it's about playing the game. As funny as it may sound, I think it's a conspiracy. Against me? No, I actually didn't get in any trouble. I was never arrested at the scene of any crime. How did you end up in here? I think everyone who's watching knows how I ended up in here. I don't know if they do. I'm pretty sure they do. Anytime you get it, I'm pretty sure they do. You know, there's... Der wollte gerade sagen, Earl Simmons ist am 18. Dezember 1970 geboren. Besser bekannt als DMX, kurz für Darkman X. Er war ein US-amerikanischer Rapper und Schauspieler. Er begann in den frühen 1990er Jahren zu rappen und veröffentlichte 1998 sein Debütalbum It's Dark and Hell is Hot, das sowohl von Kritikern als auch von kommerziellen Erfolgen gelobt wurde und sich innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung 251.000 Mal verkaufte. DMX veröffentlichte 1999... Das habe ich mir auch letztens reingezogen, den Talk von ihm noch bei Drink Champs. Glaube ich, war einer seiner letzten... Talks, einer seiner letzten Interviews, die er gegeben hat, so. DMX, weiß ich nicht, Alter, wenn ich mir den angucke, wenn der redet auch und so, und ich bin ja auch ein Typ, der gerne auch über die Augen versucht, Menschen zu lesen, und irgendwie hat der mir immer ein gutes Gefühl gegeben, und ich habe das Gefühl gehabt, der kämpft für was Gutes, so. 99, sein meistverkauftes Album, And Then There Was X, das die Hitsingle Party Up enthielt. Er war der erste Künstler, der seine Alben fünfmal hintereinander auf Platz 1 der Billboard 200 Charts debütierte. Insgesamt verkaufte... Digga, das ist krass. Das ist Gänsehaut. Welches war das, Coachella oder was war das für ein Festival? Oh mein Gott, Bro. Müsst ihr euch mal reinziehen auf YouTube oder so. Gänsehaut. DMX weltweit über 74 Millionen Platten. DMX wurde in Filmen wie Belly, Romeo Must Die, Exit Wounds. Belly, da waren wir doch vorhin. Haben wir vorhin auf YouTube noch drüber geredet. Never Die Alone, Born to Die und Last Night gezeigt. Earl Simmons wurde in Mount Venom, New York geboren. Er war der Sohn der 19-jährigen Annette Simmons und des 18-jährigen Joey Barker. Sein Vater war ein Künstler. Er zog nach Philadelphia und war weitgehend aus seinem Leben abwesend. Als Kind litt DMX unter starken Asthma-Beschwerden und wurde fast jede Nacht in die Notaufnahme gebracht, weil er beim Aufwachen unfähig war zu atmen. Als er klein war, machte er viele Probleme. Er wurde sogar ein paar Mal aus Schulen rausgeschmissen. In der 5. Klasse wurde er rausgeschmissen und musste darauf sowas wie ein Erziehungscamp besuchen. Er sollte eigentlich 18 Monate bleiben, aber flog frühzeitig raus, weil er und ein Freund ein Feuer gelegt haben. Er wuchs unter armen Verhältnissen auf und schon im Alter von 14 Jahren machte er seine Erfahrung mit harten Sachen. Er war mit Freunden unterwegs. Einer seiner besten Freunde hat einen Joint gebaut. Was er nicht wusste, dass sie nicht nur Weed, sondern auch Coca mit reingemacht haben. Da hat seine Reise mit Betäubungsmitteln begonnen. Er sagt, er hat den Typen damals wie seinen großen Bruder gesehen. Er war für ihn ein Vorbild und konnte nie verstehen, warum man sowas macht. Er ist mal in einem Interview näher darauf eingegangen und man sieht, dass es ihm sehr nahe geht. I didn't smoke cigarettes, I didn't smoke weed, I didn't do anything. I'm 14 years old.
So he came back with a blunt rolled up, and he passed the blunt around, and wow. Fuck, they got Gänsehaut. Why would you do that to a child? And he knew how I looked up to him. Yeah. He knew how I looked up to him. Oh, fuck, Bruder. You know what I'm saying? And like, why would you do that to somebody who looks up to you like that? I mean? Reddy Run, der Mann, der ihm das erste Mal Substanzen gegeben hat, wurde letztendlich auch sein Mentor. Und sie fingen an, zusammen zu arbeiten. Da hat er sich auch den Namen DMX gegeben. Der Name kam ursprünglich von einer Digital Drum Machine. Später interpretierte er es auch als Darkman X. Er ist oft straffällig geworden und hat die verschiedensten Straftaten gemacht. Ich glaube halt auch, DMX, dass er ein Mann war, wie auch Pac, der halt viel Dämonen in sich hatte und viel Scheiße gesehen hat, erlebt hat, gemacht hat auch. Aber er konstant auf der Suche nach dem Guten war, nach der Liebe war, nach dem, was Gutes zu bewegen, weißt du, was Gutes mitzugeben. Ich glaube, der war auch einer, der intuitiv das Gefühl hatte, dass er da irgendwie was tun muss, weißt du. Unter anderem Autos und Hunde geklaut und Leute ausgeraubt. Er wurde inhaftiert. Nach seiner Entlassung im Jahr 1988 fing er richtig an seinem Traum zu arbeiten. Er fing an, indem er ein Mixtape aufnahm und es auf den Straßen verkaufte. Er machte sich schnell einen Namen und fing dann auch an, Angebote von Labels zu kriegen. Er unterschrieb bei Rough House Records und releaste 1993 seine Debütsingle Born Loser. Erst ein Jahr später, im Jahr 1994, brachte er eine zweite Single raus, und zwar Make a Move. Er lieferte ein paar Jahre ab und arbeitete mit Jay-Z, LL Cool J und vielen weiteren Leuten zusammen. Aus unbekannten Gründen hat er sein Label verlassen. Er fing dann an, mit Def Jam zu arbeiten und wurde da auch unter Vertrag genommen. Am 12. Mai 1998 releaste er sein Debütalbum It's Dark and Hell is Hot, was ihm seinen Durchbruch verschafft hat. Krasses Tape. Ich find's auch geil, dass es mittlerweile jetzt diese Jungs gibt, wie auch der Ben Bugatti und so, die diese Geschichten erzählen von Rap-Legenden und so und von dieser amerikanischen Hip-Hop-Szene. Fühl ich. Weiter so, Jungs. Ja, releaste er das Album Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Es ging ebenfalls auf einen zu mehrmals Platten. Er trat auf riesen Konzerten auf, vor tausenden von Leuten. 1999 releaste er And Then There Was X. Auch fing da seine Hollywood-Karriere an, wo er in vielen Top-Filmen mitgespielt hat. Sein viertes und fünftes Album The Great Depression und Grand Champ landeten beide auf 1. Bis hierhin war noch alles gut. Doch nach einigen Aussagen hat er keine großen Erfolge mehr gefeiert, im Gegensatz zu vorher, und fing oft an, Verhaftungen zu kriegen, wo man einfach mit leeren Behauptungen gekommen ist, was er später in einem Interview auch sagt. Gehen wir mal auf die Aussagen ein, die für seine ganze Verhaftung verantwortlich sein sollen. So, wahrscheinlich auch einer. Wir haben es ja in der Puffy-Doku gestern schon gehört. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass viel Scheiße in Hollywood und im Background von dieser Musikindustrie passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach sehr viel Scheiß gesehen hat, mit Scheiß konfrontiert wurde und irgendwann damit nicht mehr klargekommen ist und das einfach erzählen wollte, musste, weil er das nicht ertragen konnte und was verändern wollte wahrscheinlich, dagegen arbeiten wollte. Killuminati, Motherfuckers. Ich glaube, der hat auch diesen Pack-Spirit in sich gehabt, weißt du? Und das ist halt wundersam, dass diese Leute dann, sobald die anfangen, sowas zu erzählen oder zu sagen, auf einmal nicht mehr erfolgreich sind, im Knast landen, verrückt werden, in Anführungszeichen. Why? Auch gibt es ein paar sehr auffällige Szenen von ihm. Zuerst mal hat DMX schon mal in einem Video erwähnt, dass er glaubt, dass eine Führung gegen ihn abgeht und dass man bestimmte Botschaften in seinen Songtexten nicht haben will. As funny as it may sound, I think it's a conspiracy against me. You know, because in the absence of the truth, bullshit will prevail. Er wollte nicht genauer darauf eingehen. Aber wer sich mit dem Thema befasst, weiß, dass es wegen Aussagen ist, die er getroffen hat. Er hat oft gegen die Musikindustrie gefeuert. Auch hat er oft homophobe Aussagen gemacht. Es soll ein paar Leute geben, die hohe Positionen in der Musikindustrie haben, die diese Richtung gehen und die sich davon angegriffen gefühlt haben. Guck das Video, was ich heute hochgeladen habe auf meinem Kanal, falls ihr es nicht mitbekommen habt, mit Diddy. Wie das hier. In einem Interview im Jahr 2004 mit Westwood TV ist er nochmal auf die gleichen Leute eingegangen und greift auch eine ganz bestimmte Person an, die er aber nicht nennen wollte. The industry, what's going down with the industry, dog? The industry is full of a bunch of dicks, dick riding, bending over the desk ass, Nick, straight up like that. Whoever don't like it, bring it. Bring it. I don't give a f. Bring it. Bring it. Bigger than rap. And you,
You know who the fuck I'm talking to. You only alive because of me, motherfucker. You only alive because of me, you fucking fuck. Well, the industry is full of whole hating ass. You know what I mean? It's like they got this new breed of rapper that's paying DJs to play their shit. Right. And, you know what I'm saying? They record label executives, and it's like there's too much of that going on. Im Jahr 2007 machte er eine Live-Performance beim Def Jam Poetry Jam und performte einen Track, den er die Industrie nannte. Das Ding ist halt, man benutzt ja diese Wörter auch gerade so aus dem Rap-Ding, wir kennen das selber, Schwuchtel, Schwanzlutscher, dies, das, bla, einfach um Leute auch fertig zu machen, weißt du, was ich meine? Aber ich finde, so wie der das sagt und auch das Video gestern mit Puffy und so, das hat bei denen nochmal so einen deeperen Wert, als einfach nur als Beleidigung zu benutzen, habe ich das Gefühl. Er ging auf viele Bereiche in der Musikindustrie ein. Zum Beispiel erwähnt er, dass man versucht, Rapper tuntiger zu machen, indem man ihnen sagt, wie sie sich kleiden und verhalten sollen. Das ist ja schon Facts eigentlich, ne? Also ich weiß, dass es damals keine Rapper gab, die lackierte Fingernägel hatten und irgendwie so komische, teilweise weibliche Kleider angezogen haben oder sich vom Teufel, wie heißt dieser Typ? Lil Nas X oder so. Hat ein Bühnenbild gebaut, wo so ein Devils Gesicht ist und dann das so aussieht, als ob der Devil ihn von hinten nimmt, so auf der Bühne. What the fuck, bro? Auch spricht er das an, was wir hier gerade besprechen. Und zwar, dass du in der Musikindustrie nur der falschen Person ans Bein pissen musst und du deine ganze Karriere mit Konsequenzen zu rechnen hast. Es war sowas wie ein Diss-Track gegen die Musikindustrie. The industry, man, it's not the same. Doesn't have to do with talent, it's about playing the game. The industry. Niggas is dying to get in. The industry, just to find they don't fit in. Digga, das war krass. Ich hab mir das reingezogen damals, ich weiß es noch. Heftig. The industry. Voll Gänsehaut damals schon. Ain't what it used to be. The industry is trying to control the way you MC. They want you to dress like this and talk like that. But I'm going dress like this and talk with the bat. The industry, stay in the dirt, play in the dirt. Test the wrong one in the industry and you will get hurt. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want, cause nobody can finish me. Woo! Bei Verhaftungen hat es oft so ausgeschaut, als ob man ihn bloßstellen will. Zum Beispiel gibt es Szenen von einer Verhaftung im Jahr 2010. Er wurde zum Richter reingeführt. Das Komische war, dass die Presse schon gewartet hat. Normalerweise ist die Presse erst bei der eigentlichen Gerichtsverhandlung vor Ort. Und nicht schon bei der Verhaftung, wo man dem Haftrichter vorgeführt wird. Es schien so, als ob die Leute von der Presse schon vorher Bescheid wussten. Er fragt sogar die Polizistin, warum die Presse da ist. Worauf sie ihm sagt, dass sie es nicht weiß. Er sagt dazu, klar, sie kommen einfach rein und filmen und niemand weiß, wie sie reingekommen sind oder wie. Man sieht, dass er sichtlich verwundert ist, dass die Presse da ist. Und er eine Erklärung haben will. Doch die kriegt er nicht. La vista de comparecencia inicial del condado de Maricopa. Explicarles las acusaciones en su contra. De... Nobody knows. Every time they do it to me, they gotta be quiet about it. They get my rights violated, but I gotta be quiet about it. Let's go. Let's go. Seine Frau hat damals gesagt, dass sie ihn reingelegt haben. Er hatte nur noch 3 Wochen seiner Bewährung offen und er war eigentlich in einer Rehab-Klinik, die vom Gericht angeordnet war. Sie sagt, seit wann lässt man Leute aus der Klinik, um aufzutreten. Sie ist davon überzeugt, dass er reingelegt wurde. Ein Jahr vor diesem Vorfall musste er in Arizona eine Haftstrafe absitzen. In dieser Zeit wurde er interviewt, wo er ebenfalls ein paar interessante Aussagen gemacht hat. Zum Beispiel sagt er, dass man ihn noch nie bei irgendeiner Tat erwischt hat. Man kam immer mit irgendwelchen Formularen, aber auf frischer Tat hat man ihn nie erwischt. When you think back on this whole thing, what went wrong in Arizona? How did you end up getting in so much trouble here? Was there too much temptation here, or I actually didn't get in any trouble. I was never arrested at the scene of any crime, or the police came and arrested me for something. You know, it was always let's get an arrest warrant for this guy. You know. You think Arpaio was after you? I'll let the public answer that one. You know, I'm not going to sit here and say, because I don't know. It might look like it, but I don't know if that was the case. So I'm not going to say that that's what it was. You know, but we're all God's children, and I do pray for that man. Er sagt es nicht direkt, aber deutet an, dass eine ganz bestimmte Person dahinter steckt. Vielleicht die Person, die er ganz am Anfang des Videos bei Westwood TV erwähnt hat.
Er wurde gefragt, wie er von einem Rapper, der Millionen gemacht hat, hier landen konnte. Darauf sagt er, die Leute wissen schon ganz genau, warum ich hier gelandet bin. Er deutet mit diesen Worten die Aussagen an, die er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Einen auf, ich habe mich mit den falschen Leuten angelegt. And made millions and millions of dollars. Yeah. How did you end up in here? I think everyone who's watching knows how I ended up in here. I don't know if they do. I'm pretty sure they do. Anytime you get it, I'm pretty sure they do. You know, there's how do I end up in here? Auch hat er von drei Begegnungen mit dem Teufel erzählt, in zwei verschiedenen Interviews. Einmal in diesem Interview und einmal bei einem Fernsehpsychologen, der Dr. Phil heißt. Er sagt, er war eines Tages um 6 Uhr morgens in Arizona unterwegs, wo er gemerkt hat, wie schön die Welt ist und es Gottes Welt sein muss. Danach hat er den Teufel getroffen. Er sagt, der Teufel ist keine einzelne Person, er agiert durch viele Menschen. Er soll ihn damals so erkannt haben, als er ihm ein bestimmtes Angebot gemacht hat. Coming from the studio at 6 o'clock in the morning and pulling over on the highway. Like 4 cars, you know, just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with Arizona. I said, you know what, this has to be God's country. Then I met the devil in God's country. You know, and it's not so much who, it's what, you know, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. You know, you can't call one person the devil. This is God's country. Because I met the devil here. Three conversations with the devil. Why with the devil? Well, to make a fair decision, I think you have to be aware of both sides. And I was approached, so of course I had a conversation. It doesn't mean I rode with him. Sure. Or believed him. I just was able to recognize him by what he said to me and what he offered me. He said, oh, now I know you are. That's why I stopped talking to him. I've put out 7 albums, but he's only on 3. Nachdem er entlassen wurde, wurde er insgesamt noch 8-mal verhaftet. Allein im Jahr 2013 4-mal. Im März 2013. Krass, 8-mal? In einem Jahr 4-mal. 2018 wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt und musste wieder für ein Jahr in Haft. Und das alles erst nachdem er diesen Industry Talk gemacht hat, gell? Am 25. Januar 2019 raus, mit einer Führungsaufsicht, die er 3 Jahre lang besuchen musste. Doch bevor diese abgelaufen ist, ist er gestorben. DMX ist am 9. April 2021 im Alter von 5 Jahren gestorben. Angaben nach an einer Überdosis. Was denkt ihr zu diesem Thema? Denkt ihr, DMX wurde so oft verhaftet, weil er einfach viele Probleme gemacht hat? Oder kann es wirklich sein, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich glaube, dass es wirklich sein kann, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Das ist ja nicht das erste Beispiel, wo sowas passiert ist, weißt du? Und es ist auch immer so ein ähnliches Muster so. Es wird halt versucht, die Leute als verrückt darzustellen. Die haben Psychosen, die haben dies, die haben das. Irgendwann landen die dann im Gefängnis, sterben oder irgendwas passiert. Es ist, ey... Ich weiß es am Ende des Tages nicht, aber es ist schon manchmal echt so, dass man sich denkt, das kann doch kein Zufall sein, weißt du? Was denkt ihr dazu, Freunde?